Art. Ja. Ey, da muss ich euch halt auch mit enttäuschen. Ey, mir ist nichts eingefallen. Ich weiß nicht, was ich euch halt auch mit erzählen soll. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir die Zeit überbringen. Guten Abend, Herr VSK-Präsident. Du tut mir leid, dass ich keinen Vortrag habe. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister Hens. Tut mir leid, dass ich keinen Vortrag habe. Guten Abend, Frau Edschbühler. Tut mir leid, dass ich keinen Vortrag habe. Die Frau Karrenbauer ist auch da. Guten Abend, Frau Ministerpräsidentin. Tut mir leid, dass Sie wieder gewählt worden sind. Wenn ich dann heimgekommen bin, hat meins im Bett gelegen, hat gestöhnt. Da habe ich mich wohl gleich auf das geschmissen. Ich noch nicht so gut auf dem gelegen, fand das unsere Rufe wusch, da trägt fester. Habe ich gesagt, es geht nicht. Sag's, warum nicht? Eigentlich sag's, nach dem ist dazwischen. Das wird der Wusch, da trägt fest. Ein Satz geht nicht. Satz, warum nicht? Ich, die Strumpfhose sind auch noch dazwischen. Nur noch eine halbe Stunde, habe ich es endlich geschafft. Hat, ey, ich war bumsfertig. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Himmel, wenn ich aber nicht geschafft hätte, das Nachthemd und die Strumpfhose beiseite schiebe, dann hätte mir der Koffer immer noch nicht zu. Dann sind wir Richtung Italien gefahren, in Urlaub. Ich sitze dort morgens am Frühstückstisch. Drei Tische weiter guckt sich ein Pelzer hin. Ich war gerade am Essen, springt der auf. Sagt der zu mir, Bon Appetito. Da bin ich aufgesprungen, habe gesagt, Wusch von Spieß. Mittags beim Mittagessen guckt der schon während da. Bon Appetito, ich wusch von Spieß. Da sagt mein Wuschtelinchen zu mir. Hermo, du bist ja verreckt, wir sind da in Italien. Bon Appetito, hast guter Appetit. Das hätte ich mir ja keine gleich sagen. Wie wir abends beim Nachtessen gekommen sind, hat der Pelzer schon da gehuckt. Ich mein Essen kriege, da bin ich direkt aufgesprungen, habe gesagt, Bon Appetito, springt der auf und sagt, wusch von Spieß. Jetzt waren wir in der Italien gewesen und mein Wunsch war ja schon immer mal so eine kleine T-Shirt-Badehose dran. Jetzt habe ich dort nirgends so eine T-Shirt-Badehose gekriegt, wie wir dort durch den Ort gegangen sind, sind wir dort an einem Stoffgeschäft vorbeikommen und die haben dort im Schaufenster eine ganze Balle T-Shirt-Badehose-Stoff gehabt. Da bin ich dort reingegangen und habe zu dem Fräulein gesagt, sie soll mal bitte einen Meter abschneiden. Hat die zu mir das gesagt, das geht nicht. Ich muss schon eine ganze Balle haben, wo noch 8 Meter drauf sind. Das war mir dort gerade egal. Ne? Ich eine ganze Balle mit 8 Meter kauf, bin heim mit meiner Frau ins Hotelzimmer, hat das dort 1 Meter abgeschnitten und hat mir dort eine T-Shirt-Badehose draus gebastelt. Ich mit anderen da mit der T-Shirt-Badehose ins Meer, kommt dort auf einmal so eine große Monsterwelle, zieht mir die T-Shirt-Badehose aus und ich fand das nicht gemerkt. Wie ich dann ins Meer raus bin, steht da so ein altes Mütterchen auf mich vor mir. Sag das zu mir, Knecht, du hast doch mal aber ein starkes Stick. Habe ich gesagt, ich weiß, von dem habe ich im Hotelzimmer noch 7 Meter Leier. Der andere da bin ich ans Meer gegangen, habe ich mir dort ein paar Wasserski gemietet. Ich habe mit meiner Frau keine Probleme gehabt, das war alles so schön harmonisch. Da bin ich dort mit einem Wasserski über das Meer gebrettert. Ne? Ey, die Sonne hat gescheint.
Meine Haare wehen im Wind. Mein schöner Körper war geölt. Er ist mit einer Hand dort über das Meer gebrettert. Und meins hat von dem Boot gehuckt und hat gerudert wie wild. Und wie ich dann so über das Meer gebrettert bin, hat dort von auf einmal ganz weit raus einer gerufen: Help me! Help me! Und zu meinem gesagt: Ruder mal ein bisschen langsamer und fahren wir dorthin. Wie ich näher gekommen bin, hat er wieder gerufen: Help me! Und ich sag: Sag mal, Knecht, wo kommst denn du her? Ich sag: Ja, aus Permesens. Ich kann dir die Pfälzer verdammt nicht leiden, ne? Du hast nicht zu dem Pfälzer gesagt, immer, du hättest besser schwimmen gelernt wie Englisch. Sind Sie auch schon Werdo? Sie sind einfach ein heißer Fächer. Sie haben mir vor's Jahr schon so gut gefallen. Sagen Sie mal, Fräulein Fischer, dürfte ich Sie wohl die Wucht zum Fischer inladen? Sie heißen gar nicht Fischer, ich weiß, Vogel, gell? Vogel. Ich wollte ja nicht gleich mit den Dieren ins Haus fallen. War ich die Woche abends noch in der Wirtschaft an der Trinke gewesen? Da habe ich dort einen Türk, einen Ami und einen Franzos kennengelernt. Und die haben alle drei so furchtbar angegeben. Da hat der Ami gesagt, er wäre stolz auf sein CIA. Der wisst halt schon, was in der ganzen Welt passiert im Jahr. Da hat der Franzos gesagt, oh, er wäre stolz auf seine Frau. Die würde die beste Liebe machen auf der ganzen Welt. Da hat der Türk gesagt, er wird stolz auf seine handgeknüpfte Teppiche. Die geben der ganzen Welt Verkauf. Da haben die drei mich angeguckt. Da haben sie gesagt, ihr braucht gar nicht so zu gucken. Da haben sie gesagt, ich bin stolz auf mich. Da haben sie gesagt, ich bin stolz auf mich. Da haben die gefragt, wieso? Da haben sie gesagt, ich habe die Vorschwuch. Da habe ich eine Französin auf einem türkischen Teppich vernascht. Und das weiß die CIA heute noch nicht. Meine Frau hat mich wohl das letzte Rennen, das wollte mir noch ein Kind andrehen. Und jetzt habe ich mir das gehört, wie sein Freundin da war, dass es die Pille abgesetzt hat. Wie ich die Woche abends ins Bett gekommen bin, hat es schon da gelegen. Da bin ich dabei hingegangen und habe mich schnell noch mit einem Kondom verbotzt. Wie wir näher fertig waren, sah das zu mir, und wie soll das Kind heischen? Hat ich dann ein Kondom geholt, hat oben Knippel in ihn gemacht, hat meinem vor die Nase gehalten, hat gesagt, wenn er da rauskommt, nennen wir ihn David Copperfield. Mein Fahrrad habe ich nicht mehr gefunden. Da bin ich bei der Pastor gegangen, habe gesagt, Herr Pastor, mir haben Sie das Fahrrad geklaut. Sagt er, welche was Fuß kommt am Sonntagmorgen in die Kirche, da war schon nämlich auch schon lange nicht mehr. Dann tue ich extra für dich die 10 Gebote vorlesen. Und wenn ich das Gebot vorlese, du sollst nicht stehlen, guckst mir bei der Leid ins Gesicht, vielleicht fällt da was auf. Ich am Sonntagmorgen in die Kirche. Wie die Kirche rumweist, der Pastor zu mir kommt, sagt er, und? Ist da was aufgefallen? Habe ich gesagt, Herr Pastor, wie Sie das Gebot vorgelesen haben, du sollst nicht stehen, habe ich nichts gemerkt. Aber wie Sie das Gebot vorgelesen haben, du sollst nicht Ehe brechen, da ist mir wieder eingefallen, wo ich mein Fahrrad stehen gelassen habe. Die Woche habe ich zu meinem Wuschelinchen gesagt, Hermo, du kennst dir mal, wenn wir im Bett zusammen sind, ein bisschen Mimi geben. Du kennst mir mal zeigen, dass du da noch Spaß dran hast. Sagst, was soll ich denn machen? Ich
Kann ich gesagt, wenn sie wenigstens mal zwischendurch ein bisschen stöhnen. So, das ist kein Problem. Jetzt habe ich die Woche mit dem im Bett gelegen, habe mit dem geschmust. Sag das zu mir, soll ich jetzt stöhnen? Und da habe ich gesagt, nee, warte noch ein bisschen. Und da habe ich das so noch langsam gestreichelt, sagt, soll ich jetzt stöhnen? Da habe ich gesagt, nee, warte noch ein bisschen. Wie mir dann richtig dabei war, sagt, soll ich jetzt stöhnen? Da habe ich gesagt, jo, da leid das im Bett. Ah! Ah! Ach, Mara, halt, Moi wäre viel Leid beim Aldi an der Kasse. Gestern Morgen war ich noch in Spiese gewesen, war ich dort in der Bäckerei gewesen, hab dort ein paar Brötchen gekauft. Da hab ich dort das Fräulein gefroht. Sagen Sie mal, wie alt schätze Sie mich dann? Da hat sie mich so betrachtet, sagt auch so Mitte 30. Habe ich gesagt, nee, ich wäre am 19. Februar 57. Da habe ich mich gefreut, weil ich so gut aussehe, ne? Weil ich mich so gut gehalten habe. Dann bin ich mittags da Spieße gelaufen, kommt so ein altes Mütterchen auf mich zu. Habe ich gesagt, sagen Sie mal, dürfte ich Sie auch mal was froh? Sagt sie, jo, habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie alt schätze Sie mich dann? Da sagt das zu mir, Knecht, lass mal die Hose runter. Er ist die Hose runtergelost. Sagt das zu mir, die Unterhose auch noch. Da habe ich das auch gemacht. Da hat das eine halbe Stunde vor mir gestanden, hat mich von oben nach unten betrachtet. Da sagt das zu mir, Knecht, du wärst am 19. Februar 57. Habe ich zu ihm gesagt, sag mal, hast du das jetzt dort dran gesehen? Sagt, nee, ich habe halt mal in der Bäckerei neben da gestanden.